Ich darf Ihnen David Arndt vorstellen. Er wird berichten über Geoportal Dach Plus. Ich bin selber sehr gespannt, weil wir die Gelegenheit hatten, im letzten Jahr gemeinsam ein Projekt zu gestalten mit einer sehr, sehr ähnlichen Technologie. Deshalb bin ich jetzt auch sehr gespannt zu sehen, was er jetzt draus gemacht hat. Ja, hallo erstmal. Ich bin David Arndt, genau, Diplom-Geograf und arbeite für die Firma Geoinformation und Planung in Tübingen. Und wir sind schon länger im Dachprojekt eigentlich für das Datenschaufeln im Hintergrund zuständig. Und das Dach-Plus-Projekt ist ein Interreg-Projekt, jetzt schon über mehrere Jahre. Im Bereich vom Interreg 3a-Projekt hatten wir schon mal eine Umsetzung eines Geoportals gemacht mit GeoNetwork als Frontend, was so der erste Test war, was sich dann in der Praxis erwiesen hat, dass es zwar ganz schön ist, wenn es alles vorkonfiguriert ist, aber die Nutzer haben es wenig angenommen, um selber Metadaten einzugeben oder damit zu arbeiten. Und in dem Fall haben wir jetzt mal vorgeschlagen, für das jetzt resultierende Interreg 4-Projekt, was jetzt gekommen ist, nochmal zu überdenken, wie kann man das alles einfacher machen. Und da wir ja, wie der Till schon gesagt hat, vor ein paar Jahren schon angefangen haben, das Geoportal Raumordnung BW umzusetzen, wo wir schon diese Gedanken mit reingeflossen haben, haben wir sozusagen das jetzt übernommen und noch ein wenig verfeinert. So, dazu komme ich erstmal zum Hintergrund, sage ich gleich noch mal ein paar Sachen, dann wie der Lösungsansatz jetzt aussieht, was die zentralen Softwarekomponenten sind. Dann gibt es ein paar Bilder zum Portal. Dann sage ich, wir setzen das mit Drupal um, was wir jetzt für Module da entwickelt haben und wie das alles läuft. Und dann habe ich zum Schluss noch jetzt dieses Projekt Drupal Spatial Suite. Das ist mehr oder weniger ein Modul für Drupal 6, was ich jetzt hiermit eigentlich auch online stellen wollte, wo jeder jetzt drauf zugreifen kann und das auch dann für sich nutzen kann und weiterentwickeln kann, wie er will. Es ist noch nicht hundertprozentig perfekt, weil viele Sachen gehen halt einfach aus dem Projekt hervor. Diese werden fürs Projekt entwickelt und vielleicht für die eigenen Bedürfnisse sind sie dann noch nicht hundertprozentig perfekt. Aber ich hoffe, dass sich da doch einige finden, die in dem Bereich weiterentwickeln wollen, so dass man das wirklich als eine Geoportal-Software wirklich weiterverarbeiten kann und Drupal dafür nehmen kann. Der Hintergrund, ich habe es schon gesagt, ist ein Interreg 4-Projekt. Die Projektpartner sind in dem Fall die drei Regionalverbände im Süden von Baden-Württemberg, Hochrhein-Bodensee, Bodensee-Oberschwaben und Schwarzwald-Bar-Heuberg. Auf Schweizer Seite sind es 9 Kantone, die habe ich jetzt nicht alle drin, wer das genau ist. Das sind die nördlichen Kantone, die mehr oder weniger an Deutschland und an Österreich angrenzen. Dann das Land Vorarlberg auf österreichischer Seite und das Fürstentum Liechtenstein, was dort mitmacht. Und es geht da auf fachlicher Ebene, da das auf fachlicher Ebene ist und keine institutionalisierte Organisation im Hintergrund ist, ist es gerade sehr wichtig, dass man in irgendeiner Art und Weise eine Plattform schafft, wo sich die entsprechenden Projektpartner auch sammeln können und ihre Ergebnisse online stellen können. Generell geht es in dem Projekt um die grenzüberschreitende Raumbeobachtung. Und das hatte ich vorhin schon gesagt, wir wollten das bestehende System, was wir hatten, einfach mal auf den aktuellen Stand der Dinge bringen und vielleicht auch ein bisschen benutzbarer machen, als es mit dem reinen GeoNetwork vorher war. Wir setzen da nur die Open-Source-Software ein. Das denke ich mal hier auf der Foske ist klar, dass das so ist. Der Hintergrund ist da, dass wir die natürlich sehr schön anpassen können, eigentlich alles mitmachen können und für unsere Bedürfnisse anpassen können. Wir setzen auch alles mit OGC-Standards ein, damit wir auch eine Interoperabilität mit anderen Systemen haben. Die Projektpartner haben teilweise eigene Infrastrukturen, WMS-Dienste oder Metadatenkataloge, die mit eingebunden werden sollen. Deswegen ist es wichtig, dass wir auf solche Standards setzen und die auch nutzen können. Und das nächste ist, dass wir Software einsetzen, auch die von einer breiten Entwicklergemeinschaft mitgepflegt werden, weil wenn man alles selber machen muss, dann endet es sehr schnell im Chaos und es passiert nichts mehr. Und das nächste ist natürlich auch, dass die Software auch vom Anwenderkreis
genutzt wird. Das heißt, Drupal als Content-Management-System ist ein sehr weit verbreitetes Content-Management-System, wo es auch viele Erfahrungen mit gibt und was auch sehr gut läuft. So, genau, die Software-Komponenten sind es, ich habe schon mehrmals gesagt, das CMS Drupal sozusagen als integrierte Lösung, wo alle Komponenten drin sind. Im Hintergrund läuft ein Geo-Network, der allerdings nur, von dem nutzen wir eigentlich nur die CSV-Schnittstelle und den Suchmechanismus. Alles andere, das Frontend und sowas, wird gar nicht genutzt. Einfach für die Metadatenhaltung. Dann Kartenclient ist OpenLayer GeoExt. In dem Projekt, was wir im Geoportal Raum umgesetzt hatten, war es noch der Mapfish. Das ist eigentlich die größte Änderung, dass wir auf GeoExt umgeschwenkt haben, beziehungsweise aktualisiert haben und dadurch natürlich dann auch mehr Funktionalitäten jetzt zur Verfügung stehen und natürlich aktueller ist. Für die eigenen WMS-Dienste haben wir einen UMN-Map-Server im Hintergrund und die Daten liegen dann in PostGIS-Datenbank. Ich denke, das ist wahrscheinlich bei allen Projekten, die hier vorgestellt werden, so ähnlich, diese Software-Komponenten, zumindest die unteren. Und der Kartenviewer sieht dann im Grunde so aus. Was wir jetzt bei der Umstellung von Mapfish aus GeoExt neu gemacht haben, ist zum einen, dass wir hier so eine Themenansicht reingebracht haben. Das ist dasselbe, wie der Olaf Knupp gerade schon vorgestellt hat. Das sind WMCs, die abgespeichert werden, die sich der Nutzer durch einen Klick hier einfach in die Karte laden kann. Und was für einen Nutzer halt relativ einfach ist. Ein Nutzer, der will nicht sich irgendwo durchsuchen und dann findet er nichts und kommt nicht weiter, sondern ein Nutzer, der möchte direkt sehen, hier, da gibt es das, 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 das wird in dem Projekt gemacht, ich will das mir anschauen und klick drauf und dann wird es reingeladen. Das nächste, das zeige ich dann auch nachher in dem Praxisbeispiel. Wir haben hier an dem Kartenbaum noch sehr viele Funktionen gelegt. Das ist vielleicht für ein paar Nutzer, Herr Olaf Knupp hat es gesagt, vielleicht schon wieder zu kompliziert, wenn man es nicht auch nur auf Layer-Basis hat, sondern wirklich mit WMS-Bäumen. Aber bei uns ging es auch darum, dass wir Fachanwender dafür gewinnen wollten, die das nutzen und die brauchen halt einfach diese Strukturierung für ihre Daten da drin. Und die anderen Funktionalitäten, die stelle ich gleich einfach mal Praxis im Ende vor. Was haben wir jetzt auch noch gemacht bei der Aktualisierung? Wir haben jetzt im Hintergrund, kann man diesen Kartenviewer jetzt eigentlich komplett administrieren über das Drupal-Backend. Das heißt, ich kann zum einen nach den einzelnen Modulen, die ich habe, kann ich verschiedene Sachen einstellen. Beim Spatial Maps Settings kann ich zum Beispiel per Drag and Drop die Toolbar-Icons verschieben oder einzelne Toolbar-Icons ausstellen oder für einige Nutzer eben nicht sichtbar machen, sodass man für unterschiedliche Nutzerrollen auch unterschiedliche Toolbar-Icons angezeigt bekommt. Genau das gleiche geht mit den einzelnen Modulen. Das heißt, ich kann das Print-Modul zum Beispiel nur einem bestimmten Nutzergruppe zur Verfügung stellen oder bestimmte Funktionalitäten einfach für Anwender ausstellen. Dann gibt es noch weitere Module. Wir haben, da muss man sich einfach mal durchgucken, wenn wir nachher im Praxisbeispiel sind. Das ist auch noch nicht so für den Nutzer noch nicht so hundertprozentig nutzbar, sagen wir es so. Es ist sozusagen das erste Preview, wie sowas aussehen könnte und wir werden in dieser Richtung dann auch weiterentwickeln, sodass man da wirklich was Vernünftiges auch nachher sich zusammenklicken kann, sodass man wirklich auf einfache Art und Weise sich in Drupal so ein Portal mehr oder weniger erstellen kann. Genau das hatte ich gerade schon gesagt, die zentralen Komponenten, Mapfish GeoExt und dann das Administrationsmodul, was wir gemacht haben. Dadurch lassen sich auch jetzt eigene Plugins, sage ich es mal so, in Kartenviewer hinzuladen. Sie können, wenn Sie JavaScript programmieren können Sie die im Backend einfach einfügen und haben dann sozusagen noch eigene Funktionalitäten drin. Das heißt, der Kartenviewer ist nicht auf die Funktionalitäten beschränkt, die ich mir da ersonnen habe, sondern Sie können, wenn Sie JavaScript-Kenntnisse haben, ein bisschen OpenLayers, GeoExt programmieren können Sie da eigene Plugins noch reintun.
Und das Hinzuladen von Themen, das sind die WMCs, die wir haben, nennen wir das Hinzuladen von Themen, und Speichern ist als einer der großen Bausteine noch reingekommen. Jetzt geht es nicht weiter. Doch. Zur Suche sage ich noch einige Worte. Die Daten werden bei uns, wie ich schon gesagt habe, im GeoNetwork Open Source gehalten, die Metadaten. Eingegeben werden sie allerdings in Drupal. Da gibt es dieses schöne Modul, das heißt CCK. Ist sehr schön, damit kann ich mir Eingabeformulare über Drag and Drop in Drupal erstellen mit allen Feldern, die ich haben will. Und das fließt dann in die Drupal-DB, ist von da eben gespeichert und wird dann beim Speichern als XML-File, das ist auch ein Modul, was ich entwickelt habe dafür, exportiert. Und der GeoNetwork nimmt sich das dann und passt es und stellt es dann über die CSV-Schnittstelle bereit, beziehungsweise auch für die Suche intern im Portal wird der GeoNetwork benutzt. Hat sich eigentlich als im Geoportal Raumordnung war das so der erste Test, wo wir das so gemacht haben. Das hat sich eigentlich als gut herausgestellt. Es funktioniert gut, läuft gut, stabil. Und man hat dadurch im Drupal auch wirklich Möglichkeiten, jetzt intern in unserem Portal noch Informationen über die Metadaten, die im XML stehen, bereitzustellen. Das heißt, ich kann wirklich mehrere Sachen dann noch hinzuspeichern zu den Metadaten, die mir das XML vielleicht nicht geben. Von der Ansicht her, von der Metadatenansicht, haben wir es in dem Sinne erweitert, dass wir jetzt direkt in den Suchergebnissen sehen, welche Ausdehnung diese Daten haben. Das heißt, ich kann mir auch immer gleich anzeigen lassen, wo sich die Daten befinden. Und ich habe, wo es möglich ist, wieder eine Verknüpfung zum Dienst. Das ist jetzt sogar ein Dienst, aber bei den Geodaten habe ich auch die Möglichkeit, wenn es in den Metadaten drin steht, habe ich die Möglichkeit, diese Verknüpfung zum Dienst, und kann mir die dann auch hier direkt in den Kartenviewer einladen. Das kann ich aber auch gleich nochmal praktisch zeigen. Die Suche hat sich praktisch im Frontend eigentlich nicht geändert. Das ist eigentlich das Gleiche wie im Geoportal Raumordnung, wie ich es letztes Jahr auch vorgestellt habe. Das heißt, wir haben hier eigentlich eine Standardsuche, die uns dann entsprechend Ergebnisse anzeigt. Im Hintergrund läuft dann eine CSV-Anfrage an den GeoNetwork, der mir dann die Ergebnisse zurückgibt als XML, die dann gepasst werden. Es läuft über das Modul IMP, was von Terrestris entwickelt wurde. Ist eigentlich ein sehr schönes Modulprojekt. Das heißt, vielleicht sollt ihr noch mehr eingehen. Die hatten es letztes Jahr auch vorgestellt. Es ist sehr, sehr komplex, die XML-Daten jetzt im Browser zu parsen. Das bringt keinen Sinn. Deswegen haben wir dazwischen dieses IMP-Modul geschaltet. Dieses IMP, wir schicken einen Request an den GeoNetwork. Der liefert die Antwort ans IMP-Modul, und das IMP wandelt mir das XML, parst das und wandelt es mir in JSON zurück. Und dieses JSON kann ich dann sehr viel einfacher über JavaScript mir parsen lassen und anzeigen lassen. Ich glaube, dazu gibt es auch noch eine Projekt-Homepage bei euch. Allerdings weiß ich die URL nicht. Gut, dann zur Anzeige der Metadaten. Da hat sich auch eigentlich nicht viel geändert. Wir haben bei den Diensten haben wir noch eine Verfügbarkeitsanzeige, wo man sehen kann, ob der Dienst verfügbar ist, was für eine durchschnittliche Antwortzeit vom Dienst, vom Dienst ist und wann die letzte Prüfung war. Und damit hat man schon immer einen Überblick, ob der Dienst überhaupt sich einladen lässt oder nicht. Oben habe ich auch immer noch direkt, wenn man nicht drin ist in dem Dienst, auch oben immer noch das Icon, wo der grüne Haken ist, wenn er online ist, und wenn es nicht online ist, dann ist er rot. Und wie gesagt, dann die Icons, dass ich mir das in den Kartenviewer direkt übernehmen kann oder die Metadaten als PDF exportieren kann oder das ISO XML mir anzeigen lassen kann, wenn ich will. Wie gesagt, der Editor, das wird mit CCK gemacht. Das heißt, ich habe hier wirklich die Möglichkeit, Felder zu definieren, wie ich es will. Ich kann mir Auswahlfelder definieren, kann mir Datumsfelder definieren, wo ich eine Auswahlbox bekomme, oder ich kann Autovervollständigungsfelder definieren. Wir haben noch ein Feld hinzugefügt in dem Modul. Und zwar ist es jetzt möglich, bei uns die Schlüsselwörter aus dem
aus dem GMET sich zu holen. Der GMET bietet ja eine Online-Schnittstelle an, wo ich den GMET durchsuchen kann. Und den fragen wir an, das zeige ich gleich auch mal praktisch. Das heißt, ich tippe rein, ein Wort ein und es wird dann aus dem GMET, findet dann eine Autovervollständigung statt, sodass ich wirklich auch sicher sein kann, dass ich Schlüsselwörter habe, die in irgendeiner Art und Weise drin sein sollten, weil da gibt es ja so Vorgaben von Inspire, was so drin sein sollte. Genau, das ist sozusagen jetzt mal so, was mir die Möglichkeiten bietet, dieses CCK. Ich kann die Gliederung in Reiterstrukturen, so wie ich sie habe, in Tabs so strukturieren. Ich habe eine Möglichkeit Vorbelegung mit Werten, Auswahllisten, Autoverfälschung, Datumsfelder. Wir haben auch eine räumliche Auswahl drin, sodass sozusagen alles eigentlich abgedeckt ist in dem Editor. Und Ziel ist es eigentlich, dass die meisten Felder eigentlich mit irgendwelchen Werten vorbelegt sind, weil für den Nutzer ist es sehr hinderlich, so ein komplettes Metadatendokument auszufüllen. Das macht kein Nutzer. Das war unsere Erfahrung. Im Geoportal Raumordnung hatten wir das so mit erschlagen, dass wir einen Geodaten-Upload eigentlich immer hatten und da wussten wir, was für Daten drin sind und dann wurden die Felder eigentlich alle automatisch ausgefüllt. Da musste eigentlich gar nichts mehr angepasst werden oder muss gar nichts mehr angepasst werden. Und ich glaube, das kommt ganz gut an bei den Nutzern, weil die eigentlich mit den Metadaten dann gar nicht in Berührung kommen. Das passiert alles automatisch. So, was haben wir dann gemacht für Module? Also die Module, die für Drupal interessant sind und die verfügbar sind, wo wir eigentlich gar nichts gemacht haben, ist einmal das CCK, das ist das wichtigste Modul, und das Use-Modul, das ist das Pendant dazu. Das CCK, damit erstelle ich mir die Formularfelder und mit Use und Use-Bonus kann ich mir das alles dann schön anzeigen lassen in Drupal. Dann haben wir noch ein Revisioning-Modul drin. Damit habe ich die Möglichkeit, verschiedene Versionen der Metadaten oder auch anderer Inhalte zu speichern und auch auf verschiedene Versionen wieder zurückzugehen, sodass ich, wenn ich mal irgendwas falsch abgespeichert habe, auch wieder zurückgehen kann auf eine Version. Dann haben wir noch verschiedene kleinere Module, die so Hilfsarbeiten ausmachen mit Rules. Kann ich bestimmte Regeln aufstellen, die mir bestimmte Sachen dann ausführen. Mit dem Crone kann ich Aufgaben zu bestimmten Zeiten durchführen, was auch immer ganz interessant ist. Content Profile und Content Access bieten mir die Möglichkeit, an das User-Profil noch weitere Elemente zu hängen. Das nutzen wir zum Beispiel dahin, wenn ein Nutzer angemeldet ist, Metadaten-Editor-Rechte hat, kann er über ein Content Profile seine Kontaktangaben angeben und sobald er einen Metadatensatz anlegt, wird das mit dem Kontaktdatensatz verknüpft. Und wenn ich den Kontaktdaten ändere, werden auch die Metadaten direkt geändert, sodass man wirklich sich eigentlich nicht jetzt durch 100 Metadatensätze gehen muss, überall die Kontaktdaten ändern muss, sondern wirklich an einer Stelle ändere ich die Kontaktdaten und alle Metadaten werden geändert. Und dann für den Export haben wir noch dieses PDF-Version-Modul drin. Das sind eigentlich die wichtigsten Module. Und im Geoportal Raumordnung hatten wir dann noch so eine Reihe von Modulen entwickelt. Die kann man jetzt eigentlich alle vergessen. Das ist jetzt alles unter dem Modul Drupal Spatial Suite, wo ich mir das wirklich alles sehr einfach dann anschauen kann. So, genau, dann unter dieser Webseite steht das jetzt alles zur Verfügung. Ich bin allerdings noch nicht ganz fertig geworden, also der erste Check-in im SVN ist vollbracht, also die Module sind jetzt drin, man kann sich es angucken. Allerdings stehen sonst noch keine weitergehenden Informationen drauf, das habe ich noch nicht geschafft, aber das wird in den nächsten Wochen passieren und ich würde mich freuen, wenn Entwickler und Nutzer sich da an diesem Projekt beteiligen, sodass man da wirklich eine runde Sache dann komplett rausmachen kann, die dann auch mal von irgendwelchen Projekten unabhängig ist. Das heißt wirklich, dass es wirklich nutzbar ist für den Nutzer dann. Ein paar Links noch. Ich denke, die meisten der Links sind bekannt. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir noch mal ein bisschen in das Portal rein. Genau. Also das ist die Startansicht, wie es eigentlich auch schon in der Folie präsentiert war. Ich habe hier links die Möglichkeit, diese Themen hinzuzuladen, die nach verschiedenen Kriterien sortiert sind. Ich kann hier auch, wenn ich hier auf das Plus klicke, kann ich mir mehr Informationen anzeigen lassen. Hier bekomme ich dann die Information mehr oder weniger den Metadatensatz, der ist in dem Fall sehr eingeschränkt noch und kann mir das sozusagen anzeigen lassen oder ich kann jetzt einfach sagen, okay, ich habe jetzt unter Geobasisdaten, gehen wir mal rein, ich möchte mir die Landnutzung einladen, dann klicke ich hier drauf
Dann passiert nichts. Es muss irgendwie an dem Rechner liegen. Also im Normalfall sollte jetzt hier das eingeladen werden. Das funktioniert jetzt nicht. Gut, aber jeder kann es mal zu Hause testen. Also im Firefox funktioniert es auf jeden Fall. Im Internet Explorer eigentlich auch, sonst hätte ich schon Beschwerden gehört. Aber im Chrome scheint es derzeit nicht zu funktionieren. Ich kann mir das einladen, dann Zoom-Funktion habe ich. Ja, da irgendwas fehlt, okay. Zoom-Funktion, jetzt kommt er, ja. Aber es... Ja, ich habe ja mehrmals geklickt. Gut, ich kann reinzoomen wie normal. Was von Terrestris hier noch reingeflossen ist damals, das ist eigentlich ganz schön, das stelle ich auch noch vor. Man kann ja über GetFeatureInfo WMS-Dienste abfragen. Und unter Umständen, wenn man wirklich 20 Dienste drin hat, dann kann diese Liste sehr lang werden. Da klicke ich drauf und kriege irgendwie 50 Requests zurück und blicke nicht mehr durch, wo ich bin. Hier habe ich jetzt die Möglichkeit, wirklich zu sagen, okay, welche Dienste abgefragt werden sollen. Kann ich entweder sagen, gar keiner, oder ich sage, ich will nur die Sitze abfragen. Und dann, wenn ich wirklich jetzt einen Feature-Info-Request mache, werden... Das funktioniert auch nicht, okay. Machen wir nochmal zu. Vielleicht ist da noch ein Problem. Ja, ja, okay. Fragen wir jetzt nochmal ab. Dann kommen wirklich jetzt nur gar nichts zurück. Also es wird im Normalfall wirklich jetzt nur eigentlich dann wirklich diese eine Layer abgefragt. Also ich kann es einstellen, was abgefragt wird. Im Kartenviewer habe ich auch noch mehr Möglichkeiten. Ich kann Transparenz einstellen zu dem Layer. Ich kann die Metadaten mir anschauen, Layer entfernen, Layer umbenennen. Das ist ganz hilfreich, weil ich kann diese Konfiguration, die ich hier habe, die kann ich, wenn ich angemeldeter Nutzer bin, auch als WMC speichern im Portal. Und wenn ich hier schon sozusagen mir eine Konfiguration zusammenstelle, kann ich die zusammenspielen, die WMS, die starre WMS-Struktur auflösen und mir das alles so zurechtschieben, wie ich das haben will und dann abspeichern und ich bekomme das dann auch wieder so zurück. Das ist eigentlich ganz, ganz hilfreich, um mir die Daten sozusagen anzeigen zu lassen. Und jetzt ist auch der Feature-Info-Request zurückgekommen mit etwas Verspätung. Man sieht, es sind nur die Sitze abgefragt worden und halt nicht der andere Layer, der auch noch abfragbar war. Was gibt es noch zu sagen? Genau, hier habe ich die Möglichkeit, eben die Kartenkonfiguration zu speichern. Da ich jetzt nicht angemeldet bin, habe ich nur die Möglichkeit, das WMC zu exportieren und auf dem Rechner zu speichern. Wenn ich eingeloggt bin und entsprechende Rechte habe, darf ich diese Themen auch direkt hier drin abspeichern und kann sie öffentlich machen oder nur für mich privat sichtbar machen. Das wäre eigentlich alles von meiner Seite. Wenn es noch Fragen gibt...